Jetzt begrüße ich euch in ihrem und in seinem Namen, in Jesus Namen, in Gottes Namen, Vater und Mutter, Heiliger Geist, den wir besonders feiern an Pfingsten. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, du rufst uns in die Nachfolge Jesu. Du zeigst uns wieder und wieder, was diese Nachfolge bedeutet und dass sie Konsequenzen hat. Du gibst uns auch die Freiheit, selber herauszufinden, was diese Nachfolge für jede und für jeden von uns in unserem Leben bedeutet. Du hältst uns nicht in der Unmündigkeit von Kindern. Du behandelst uns wie Erwachsene. Du traust uns zu, selber Entscheidungen zu treffen. Für dieses Vertrauen und diese Freiheit danken wir dir. Sei aber trotzdem immer wieder mit Rat und Tat an unserer Seite und zeige uns, wie wir deinen Willen in unserem Leben erfüllen können. Lass uns deine Gegenwart in unserem Leben spüren und sei nun hier mit uns, wenn wir diesen Gottesdienst feiern. Ich finde es so wertvoll, dass wir jede Woche an dieser Stelle in diesem Gottesdienst den Friedensgruß haben. Und heute hat mich beschäftigt, nachdem man sich ja jetzt auch so schon ein paar Monate an eine politische Situation angefangen hat zu gewöhnen, heute hat mich beschäftigt die Frage, wie kommt man eigentlich aus einem Konflikt wieder raus? Manchmal ist es ja total einfach, in einen Konflikt reinzugehen, vor allem wenn man sich gerade mal so richtig aufgeregt hat oder man einen guten Grund hat und denkt, man hat einen guten Grund und dann rein in den Konflikt. Und dann ist es so, und das gibt es auch in Partnerschaften, in Freundschaften, am Arbeitsplatz, dass dann Konflikte so gären oder unter der Oberfläche weiter schimmeln. Und ich glaube, manchmal gehört ganz schön viel Größe dazu, sich zu überlegen, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Und wer tut den ersten Schritt? Also in diesem Mikado-Spiel, keiner bewegt sich. Und viel mehr will ich gar nicht dazu sagen, aber das ist vielleicht immer mal wieder eine Idee wert, wenn ein Konflikt alt wird. Wie man die Kurve kriegt, ihn vielleicht richtig zu begraben oder einen Weg findet, damit kraftvoll umzugehen. Winkt einander zu, strahlt euch an, ohne Maske. Wünscht euch durch den ganzen Raum und über diesen Raum hinaus den Frieden Gottes. Der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Wir hören die erste Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 folgende. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet?
und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Jesaja 53, die Verse 7 bis 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Amen. Lieber Gott, Zeit für dein Wort, Zeit für Predigt, Zeit für das, von dem du denkst, dass wir es heute hören sollten oder sprechen, wie unser Prediger Axel. Sei du hier in unserer Mitte, leg du deinen Segen auf unseren Prediger, leg du deinen Segen auf uns und lass uns hören, was dir heute wichtig ist. Amen. Liebe Geschwister, ihr habt vielleicht gemerkt, also ich hoffe jedenfalls, dass ihr es gemerkt habt, also es ist Pfingsten, also man sieht es am Rot des Gewandes, man weiß es vom Kalender und eigentlich müsste ja jetzt eigentlich die Geschichte von Pfingsten erzählt werden. Also wenn wir schon ein Fest haben, wo wir auch biblische Geschichte dafür haben, dann wäre es ja, glaube ich, ganz toll, wenn wir die auch lesen würden. Also ich hoffe, ihr habt euch ziemlich gewundert, warum ich eine andere Geschichte habe lesen lassen heute. Eigentlich ist der Pfingsttext dran. Also ihr erinnert euch, diese große, große Geschichte, wo die Jünger zusammen sind, ganz früh noch in der Geschichte dessen, was nachher die junge Kirche werden soll. Und sie sind zusammen und sie beten miteinander. Männer und Frauen sind beieinander, die Jünger sind da und sie beten. Sie sind in einem Raum in Jerusalem. Also sie haben nämlich so viel Angst, wie sie direkt nach Ostern hatten, aber so richtig traute nach draußen haben sie sich immer noch nicht. Und in diesem Moment geschieht das, was Jesus angekündigt hat. Der Heilige Geist kommt über sie. Und es wird beschrieben, dass er kam mit Feuerzungen, die sie gesehen haben, Licht, das sie erhellt hat, und mit Brausen und Sturmtosen, heißt es in der alten Luther-Übersetzung. Und sie konnten auf einmal von Jesus erzählen. Und das Spannende ist, es gab dann Menschen, die draußen vor diesem Haus standen und sagten: Was geht da ab? Hey, es ist morgens und die feiern schon Party, die sind morgens schon besoffen. Was passiert da eigentlich? Und dann hören sie, und das ist das, was das Wirken des Heiligen Geistes ist, in ihren Ohren, in dem, was sie wahrnehmen, Gott. Sie sagen zueinander: wie funktioniert denn das? Also der spricht Aramäisch und Syrisch und Phrygisch und Griechisch und wahrscheinlich auch Schwäbisch. Ja, ich verstand es auf einmal. Und Petrus kriegt die Kraft, nach draußen zu gehen und zu predigen. Die erste Predigt von Petrus. Also eigentlich eine tolle Predigt. Eigentlich ein toller Text zum drüber predigen. Aber ihr kennt mich, wenn ich so anfange, dann kommt immer ein Aber. Die Geschichte ist mir zu groß.
Die Geschichte ist mir zu groß. Sie ist mir auch ein bisschen zu fremd. Also, ich bin nicht in charismatischen und Pentekostelkirchen aufgewachsen, wo der Geist so wirkt. Es ist mir fremd. Und es ist mir auch fremd, diese große Geschichte zu predigen, wo ich dann nachher denke, naja gut, okay, das ist damals passiert, das war bestimmt toll und für die, die dabei waren und für die, die der Geist gekriegt haben und für die, die das gehört haben, das war alles klasse. Aber was hat es eigentlich mit mir zu tun? Also, und jetzt? Also, der Heilige Geist ist da und braust und leuchtet und macht und was mache ich jetzt dann? Deswegen will ich die Predigt nochmal anfangen. Weil ich glaube, dass wir Geschichten haben, dass wir immer wieder mitkriegen, dass Gott uns sagt, mach was, sei. Pfingsten hat was mit uns zu tun. Und das ist vielleicht nicht die große Pfingstgeschichte, sondern die anderen Geschichten. Wir werden eine Taufe erleben heute. Wir taufen einen jungen Mann, der zu uns gekommen ist, weil er anderswo nicht getauft wurde. Wir taufen jemand, dessen Taufname Daniel sein wird. Daniel, ein biblischer Name. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Daniel als allererstes Kinderkirche, Daniel in der Löwengrube. Also keine Kinderkirche ohne irgendwann Daniel in der Löwengrube. Daniel ist aber ein besonderer Name. Daniel heißt eigentlich auf Hebräisch, Gott ist Richter. Also dieses Dan, kommt von der Wurzel für Richten, für Recht sprechen. Und El ist einer der Gottesnamen, der Arten und Weisen, wie wir Gott sagen. Also eigentlich müsste man es richtig übersetzen, mein Richter ist Gott. Und jetzt taufen wir einen Menschen auf den Namen Gottes, des Schöpfers, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sagen ihm, du bist jetzt neu. Du hast einen neuen Namen. Und für das Volk Israel war der Name immer das ganze Sein. Deswegen sagen wir den Gottesnamen nicht, weil wir können das ganze Sein Gottes nicht verstehen. Aber in diesem Daniel ist alles drin, was deine Geschichte ist. Deine Geschichte, von der wir nachher noch hören, und deine Zukunft. All das kennt Gott schon und weiß, wenn Gott sagt, Daniel, dich Daniel, du Daniel, dann kennt Gott dich ganz und gar. So, toller Name. Aber auch eine tolle Geschichte. Eigentlich sind es ganz viele kleine Geschichten. Daniel ist einer der kleineren Propheten. Also keiner der großen, Jesaja und so, sondern einer der kleineren. Und es ist eine spannende Geschichte. Daniel lebt in einer Zeit, wo das Volk Israel mal wieder in irgendeiner Gefangenschaft ist und unter irgendwelchen Fremdherrschern lebt. Ihr könnt es nachlesen, macht jetzt gar keinen, weil es kommen mehrere Könige in der ganzen Geschichte vor, also welcher ist gerade egal. Aber das Volk ist unterdrückt und diese Herrscher suchen jetzt, das ist jetzt die erste spannende Geschichte, junge, gut aussehende, talentierte Jungen, die sie aus ihren Familien rausnehmen und die sie zum Dienst am Hof erziehen. Das waren lauter Twinks. Also für diejenigen unter uns, die schwule Sprache wissen. Das waren die junge, gut aussehende, knackige Kerle. Und da schwingt ganz viel homosexuelle Erotik mit. Die haben die nicht rausgesucht, damit sie Fußböden schrubbert oder sowas. Sondern die haben sie rausgesucht, weil die so gut aussahen. Das schwingt also schon sowas mit. Und diese vier Freunde, die erleben im Buch Daniel jetzt immer wieder, dass Gott eingreift. Und ihr kennt diese Geschichten alle. Ihr habt sie alle schon einmal gehört. Und es geht immer wieder ums Gleiche. Der König will, dass sich die Leute vor ihm unterwerfen.
Also ganz berühmte Geschichte, er träumt was und versteht den Traum nicht und sagt zu all seinen Traumdeutern und zu diesen jungen, talentierten, gut aussehenden Kerle, die er so um sich rum hat, weil ihm die gefallen, sagt, ihr müsst meinen Traum erraten und ihn deuten und wenn es keiner schafft, bringe ich euch alle um. Und die Seher und Propheten seines Volkes, Gott im Himmel, was machen wir jetzt? Gell? Also was auch immer mir sage, das ist falsch. Und Daniel betet und Gott erzählt ihm den Traum, den er dem König gegeben hat. Nämlich von der Statue, die auf tönernen Füßen steht. Also dieses große Reich, das zusammenbricht. Und Daniel hat die Macht in sich, die Kraft, zum König zu gehen und zu sagen, du hast von einer Statue geträumt, die aus Gold und Silber gemacht ist und aus Bronze und die tönerne Füße hat. Also die Füße, die auseinanderbrechen, das ganze Ding fliegt über den Haufen. Und das ist dein Reich, das bist du. Und der König stirbt. Merkst du, König? Ja? Ich will, dass ihr euch alle unterwerft und vor einer goldenen Statue niederkniet. Daniel ist da nicht dabei, seine drei Kumpels sind dabei. Ja? Die sagen, nein, machen wir nicht. Und dann heißt es, ihr geht in den Feuerofen, die drei Jünglinge im Feuerofen. Ganz bekannte Geschichte. Und sie heizen diesen Feuerofen so heiß an, dass selbst die Menschen, die drei reinschubsen, verbrennen. Und die drei stehen darin, werden von einem Engel begrüßt und nicht ein Haar wird ihnen gekrümmt. Das ist die Geschichte. Und sie werden aus dem Ofen wieder raus und der König sagt, hey, guck die genau an. Und sie gucken und riechen und es riecht nichts nach Feuer. Es ist alles nur ganz, keine einzige Brennblase. Ich vermute, die haben ziemlich genau nachguckt. Und wieder greift Gott ein. Und ähnlich die Geschichte mit der Löwengrube. Daniel soll sich unterwerfen, tut es nicht, er wird in die Löwengrube geworfen, wo ihn die Löwen zerreißen sollen und stattdessen liegen sie ihm zu Füßen. Immer wieder greift Gott ein. Und dann ist da natürlich diese berühmte Geschichte von der Schrift an der Wand. Der König Nebukadnezar sitzt in seinem Palast und auf einmal erscheint eine Hand und sie schreibt in hebräischer Sprache einen geheimnisvollen Satz, der bis heute eigentlich keinen Sinn gibt. Mene, mene, tekel, ups, parim. Und Daniel ist der Einzige, der es übersetzen kann. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. Also immer wieder greift Gott ein und Daniel schafft es durch dieses Eingreifen Gottes, sich den Mächtigen in den Weg zu stellen. Und deswegen heißt er Daniel. Der heißt nicht Daniel, weil Gott ist der Richter, der ihn verurteilt in einem Strafprozess. Daniel heißt nicht Daniel, weil da dieser Richter ist, vor dem alle Angst haben, der manchmal gerechte oder ungerechte Richter stellen. Daniel, der Richter deines Namens, ist nicht das Ausländeramt, das halt entscheidet, wie es entscheidet. Sondern Daniel, El, Gott, ist der Richter, der frei spricht, der Gerechtigkeit macht. Und als solcher ist Gott der schöpferische Gott im Richtersein, weil er erschafft das, was er sagt. Wenn Gott zu uns sagt, ich habe euch befreit, habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist frei, dann ist das nicht irgendwie ein Rechtsakt, sondern dann ist das ein schöpferischer Akt. Gott macht uns zu dem, die wir sind. Wenn wir dich nachher taufen, Daniel, dann erklären wir nicht einfach der Welt, jetzt ist er tauft und hier hast du eine Taufbescheinigung. Darum geht es nicht. Sondern in dem erschafft dich Gott neu. Und jedes Mal, wenn Gott zu euch sagt, ihr seid auch Daniel, Gott ist mein Richter, erschafft euch Gott neu. Lasst nicht von irgendjemand anderes euch erzählen, ihr wärt anders. Ich weiß, im Job gibt es welche, die euch erzählen, ihr solltet nicht so sein, wie ihr seid. Gott sagt, Daniel heißt du, ich bin derjenige, der dich erschafft. In der Kirche erzählen sie dir, oh je Gott, du bist alt. Oder wir brauchen dich nicht mehr. Paul,
That's you. When you come back after so many years of service and they say, well, who are you? We don't need you. You are Daniel because God is your judge. God is the creator judge that creates you and says, you are Daniel. I am the one who is telling who you are. And you are needed servant. You are the one that we need to hear because you are the telling, you are the teller of stories. You are the keeper of our history. Don't listen to anybody who will tell you otherwise. Und so könnte ich durchgehen und zu jedem von euch sagen, ihr seid Daniel. Gott erschafft euch in dem, was ihr seid. Und dann ist da die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Dann ist da diese Geschichte von diesem Philipp, die Taufgeschichte. Denn auch da wirkt der Geist. Der Geist schickt Philipp irgendwo hin und sagt, tu was. Eigentlich hätte der Geist, also immerhin, also es handelt sich ja um, also der Kämmerer von der Kandake, also der reichsten Frau auf dieser Welt. Also, der übrigens in der damaligen Sprache ein Eunuch war. Wir wissen nicht, was es war. War er tatsächlich ein Opfer von sexueller Gewalt, weil das ist es, was Eunuchen geschieht? Oder war er ein schwuler Mann? Wir wissen, dass das ganz oft der Fall war. War jemand, der, den wir heute intersexuell nennen würden, oder war er einfach nur queer? Wir wissen es nicht, auch da ist wieder seine queere Geschichte drin. Aber der Geist schickt nicht die Big Shots, also die Wichtigen, also der Petrus, also eigentlich hätte der Petrus schicken müssen. Oder wenigstens der Johannes, der Lieblingsjünger, oder irgendein von den Wichtigen. Nein, er schickt einen frischen Täufling. Philipp war gerade getauft und den schickt er. Der hatte nicht die richtige Ausbildung, der hatte nicht die richtige Autorität, weil also keiner hat gesagt, du darfst taufen. Der war da. Er war da. Er ist dem Engel und dem Geist gefolgt und hat einem Menschen eine Zukunft eröffnet. Weil dieser Kämmerer, der zwar mächtig war, aber der ausgestoßen war, keiner hat außerdem war er auch noch schwarz. Also der war zwar reich, also er war so reich, dass er sich eine Schriftrolle kaufen konnte. Also es war ein Jahresgehalt. Aber so richtig ernst genommen hat ihn keiner. Dem hat man halt das Geld aus der Tasche gezogen. Diesem Menschen eröffnet Philipp ein Leben. Weil wenn er dann nachher weitergelesen hat, dann hat er die Geschichten erzählt, wo er selber drin vorkommt, bei Jesaja. Und er war so begeistert von dem, was er erlebt hat, dass er ging und es seinem ganzen Volk erzählt hat und Äthiopien die erste christliche Kirche wurde. Merkt ihr was? Es geht nicht um irgendeine große Geschichte, wo es jetzt braust und brummt und leuchtet und blitzt und donnert. Sondern es geht darum, dass Gott zu euch sagt, ihr seid mit dem Geist erfüllt. Ihr seid, weil ich euch mache. Ihr seid. Und jetzt geht hin. Seid Daniel, stellt euch den Mächtigen in den Weg. Stellt euch den Mächtigen in den Weg und redet, was wahr ist. Es gibt auch heute Könige, die Kriege anzetteln. Ich brauche gar nicht nach Moskau zeigen. Es gibt auch heute Menschen, die Unterwerfung fordern. Es gibt auch heute Chefs, die wollen, dass man klein ist. Ihr dürft euch all dem entgegenstellen, weil Gott ist bei euch. Gott erschafft euch richtend und freisprechend neu. Und Gott schickt uns. Also wir waren nicht mit so einem kleinen Flammekrönchen durch die Gegend laufen. Sorry, glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir werden an den Straßen, in der S-Bahn, an unseren Orten, im KC oder wo auch immer sich die schwule Community gerade trifft oder die lesbische, Menschen finden, die auf einem Wagen sitzen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und zu denen alle gesagt haben, nö, du nicht. Und denen sollen wir Liebe erzählen und Kraft geben und Heilung geben.
Pfingsten, liebe Gemeinde, ist die Geschichte der kleinen Geschichten. Und sie schickt uns immer wieder zu den Menschen, als die, die wir von Gott geschaffen sind. Amen. Liebe Gemeinde, im Evangelium hören wir das Folgende, das Jesus sagt. Es ist ein Auftrag und ein Versprechen. Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja. Und der Apostel Paulus erinnert uns daran, wohin wir gerufen sind. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft zwingen. Und so taufen wir dich hinein in die Gemeinschaft der christlichen Kirche. Diese Kirche ist hier, in dieser Gemeinschaft. Sie ist aber auch größer. Sie ist an vielen Stellen der Welt, in vielen Formen, Sprachen, Traditionen. Die christliche Kirche ist vereint im Bekenntnis unseres Glaubens. Hier in MCC formulieren wir unseren Glauben in den traditionellen Glaubensbekenntnissen und im Glaubensbekenntnis der MCC. Unser Glaube ist etwas, das immer wieder neu ist, immer wieder neu gedacht und gelebt werden soll. Metropolitan Community Church ist ein Kapitel in der Geschichte der Kirche, dem Leib Christi. Wir sind alle Menschen auf einem Weg, auf dem wir lernen, in unsere Spiritualität hineinzuleben, während wir unsere Körper, unsere Geschlechter und unsere Sexualität annehmen. Wir glauben nicht alle die gleichen Dinge. Und doch bilden wir inmitten unserer Unterschiedlichkeit eine Gemeinschaft, die ihre Wurzeln in der radikalen Liebe Gottes für alle Menschen hat. Wir sind Teil eines fortwährenden Gespräches über Glaubensleben und Glaube, geformt durch die Schrift und die historischen Bekenntnisse, und wir bauen auf denen auf, die vor uns gewesen sind. Unser Kapitel beginnt, wenn Gott zu uns sagt: Kommt, schmeckt und seht. Und so lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen, und ich bitte diejenigen unter euch, die es bequem können, sich dazu zu erheben. Ihr findet es im Ausdruck im Glaubens, im Gottesdienstablauf. Kommt, schmeckt und seht. Jesus Christus, du lädst alle Menschen ein an deinen offenen Tisch. Du machst uns zu deinem Volk, zu einer geliebten Gemeinschaft. Du erschaffst die Freude unserer Beziehung zu Gott wieder, sogar inmitten unserer Einsamkeit, Verzweiflung und Erniedrigung. Wir sind alle einzigartig und wir alle sind dazugehörend, ein priesterliches Sein aller Glaubenden. Getauft und mit deinem Heiligen Geist erfüllt, gibst du uns die Kraft, deine Gegenwart in einer leidenden Welt zu sein. Wir erwarten, dein Reich auf Erden zu sehen, so wie es im Himmel ist. Und wir werden auf eine Welt hinarbeiten, in der alle genug haben, Kriege aufhören und die ganze Schöpfung in Harmonie lebt. Wir bejahen deinen Auftrag an die ganze Menschheit, für Land, Meer und Luft zu sorgen. Daher werden wir aktiv Systemen und Strukturen widerstehen, die deine Schöpfung zerstören. In der ganzen Schöpfung feiern wir Gottesdienst, jeder Stamm, jede Sprache, jedes Volk, jede Nation. Wir kennen dich in vielen Namen, Gott dreieinig, jenseits von Verstehen, uns offenbart in Jesus Christus, der uns einlädt zum Fest. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Daniel, als Zeichen deiner Taufe wirst du eine Kerze bekommen. Dieses Licht hier leuchtet als eine Erinnerung an die Auferstehung. Und wir geben dir dieses Licht in deiner Kerze mit.
Daniel, wir taufen dich mit Wasser. Ja. Dem Zeichen, dass du reingewaschen bist und willkommen bist, dass du ein Kind Gottes bist. Guter Gott, wir bitten dich, segne du dieses Wasser, das du uns geschenkt hast, dass wir nicht dürsten sollen, das du uns gegeben hast als ein Zeichen deines Ja's. Segne dieses Wasser, dass es für uns heute heilig ist, uns heilt und stärkt und Kraft gibt. Amen. Und so frage ich dich, Daniel, willst du auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antworte, ja, ich will. Ja, ich will. Bist du bereit, deinen Weg des Lebens mit Christus zu gehen, in der Gemeinschaft der Kirche, wo immer du diese Gemeinschaft findest, hier in der MCC Stuttgart oder auf der ganzen Welt, wohin dich dein Leben führt? So antworte, ja, ich will. Ja, ich will. Daniel, glaubst du an Jesus Christus? Ja, ich glaube an Christus als den Retter meines Lebens. Gemeinde, Brüder und Schwestern, seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, Daniel als Geschwisterkind Gottes willkommen zu heißen, ihn in euren Gebeten zu tragen und mit ihm auf dem Weg zu sein, so gut es geht? Und wo dieser Weg eben ist, so antwortet ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Daniel. Daniel, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sei erfüllt mit dem Geist Gottes. Sei gestärkt durch Gottes Liebe. Und lass immer wieder Gott in deinem Leben sein. Amen. Amen. Daniel, dies ist dein Tauftext, der dich immer wieder an Gottes Gegenwart in deinem Leben erinnern soll. Er steht bei Matthäus und er sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und so bitte ich euch, mit einem Zeichen des Segens segnen, mitzubeten, wenn wir jetzt für Daniel beten. Guter Gott, sei du hier. Sei du hier und erquicke Daniel immer wieder. Sei du derjenige, der sagt, du bist bei mir willkommen, ich liebe dich. Wenn du müde und beladen bist, so will ich dich erquicken. Wenn du Angst hast, so will ich dich trösten. Wenn du Zweifel hast, so will ich dir die Sicherheit meiner Liebe geben. Guter Gott, lass dies immer wieder in Daniel erklingen. Sei du mit ihm auf dem Weg, wo auch immer dieser Weg ihn hinführt. Amen. Liebe Gemeinde, ein neues Geschwisterkind. Einmal in jeder Woche, in jedem Gottesdienst, irgendwann nach der Predigt und nach der Taufe, reden wir über Geld. Weil es einfach in der Welt und auf der Welt Geld kostet, eine Gemeinde zu betreiben, umzutreiben, Dinge einzukaufen, das Geld, was durch die Kollekte reinkommt, wieder auszugeben und in einen Kreislauf zu bringen, der gedeihlich ist und Gottes Wille. Deswegen freuen wir uns immer wieder
und jede Woche neu, wenn ihr großzügig sein könnt und was in unseren Kollektekrug geben. Steht er eigentlich da draußen? Ich sehe ihn gar nicht. Wo auch immer. Ja, neben dem Desinfektionsmittel wahrscheinlich. Oder unser Bankkonto irgendwie gedeihlich versorgt mit was auch immer. Zum Beispiel auch mit einem Dauerauftrag. So mache ich das. Man muss ja nicht dran denken. Wir freuen uns. Wir sind dankbar. Und möge es Gottes Wille sein, der da geschieht. Vielen Dank. Lieber Gott, leg du deinen Segen auf die Gaben von Geld in einen Kollektekrug, auf ein Bankkonto der MCC Stuttgart. Lass es dort nicht liegen, sondern hilf du mit, dass es von diesem Konto wieder runterkommt und dein Werk tut. Segne den Reichtum, den wir haben. Und sei du mit deinem Heiligen Geist derjenige, der uns leitet in den Entscheidungen, wohin wir dein Geld fließen lassen. Und wir haben nach 27 Monaten wieder ein Fürbittenbuch. Der erste Eintrag datiert auf den 4. Juni im Jahr 2022 nach Christus. Schreibt hinein in dieses Buch, was dort hinten aufliegt. Jetzt nimmer, jetzt habe ich es in der Hand. Wofür ihr danken möchtet oder worum ihr bitten mögt. Wir danken Gott, dass wir wieder ein Fürbittenbuch vor dich bringen dürfen. Und dass wir mit diesem Buch unsere liebgewonnene und zwischendurch verlorene Tradition wieder weiterführen. Lass uns Danke sagen für die schönen Momente in dieser Woche. Und wir bitten dich für alle, die sich zum Dienst in deiner Kirche berufen fühlen, um Kraft, um Kreativität, um Geist und ein gutes Gespür für das, was einem selbst gut tut. Wir bitten für Ute, die im Krankenhaus ist und ihre Mutter im Pflegeheim. Wir bitten für Ingo, für Heilung an Körper und Seele. Wir bitten für Wegzeichen, Wegmarken, Kreuzungen raus aus Krieg, raus aus Armut, die im Moment an so vielen Stellen wächst, statt weniger wird, raus aus Umweltzerstörung. Wegzeichen hin zu Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung unserer Schöpfung. Und lieber Gott, segne du das, was nicht in diesem Buch steht. Was in unserem Herzen wohnt und was du siehst, selbst wenn wir es nicht ausdrücken. Segne, wofür wir Danke sagen möchten. Und segne, worum wir dich bitten. Amen. Daniel, auch vor einer halben Stunde vor deiner Taufe wärst du willkommen gewesen an diesem Tisch, wo es die Frucht des Weinstocks gibt und Brot, Traubensaft und eine Oblate. In der MCC, nicht nur in Stuttgart, sondern in ganz Deutschland, in ganz Europa und auf der ganzen Welt, feiern wir das Abendmahl als eine offene Einladung. Jede und jeder, der denkt, da möchte ich dabei sein, ist eingeladen an diesen Tisch.
ob getauft oder nicht, ob konfirmiert oder nicht, ob Christin oder Christ oder nicht, ob gläubig oder nicht. Jede und jeder darf kommen, wenn sie oder er das hört und denkt, ja, heute komme ich. Das ist nicht unser Tisch. Nicht der Tisch der MCC Stuttgart oder irgendeiner MCC irgendwo auf der Welt, das ist Gottes Tisch. Und es ist Gottes Einladung. Wenn du sie hörst, dann komm. Und heute Abend wird das Abendmahl zelebriert von Paul Whiting. Welcome, Paul. Good to have you here with us. You will be the one doing Holy Communion tonight. Und er wird es in englischer Sprache machen. Er könnte das auch auf Finnisch machen oder in Zulu. Weil wir wissen, was an diesem Tisch passiert. Wir könnten das ohne Sprache machen. Das hatten wir mal bei einem Netzwerktreffen, ein Abendmahl ohne Sprache. Paul, zelebriere für uns das Abendmahl. Welcome to this table. You who have come here often, and you who have not been for a long time. Welcome, you who have tried to follow Jesus, and you who have failed. Welcome, this is your table. This is a table of hope, a table of healing. This is a table of reconciliation, of forgiveness, of renewal. This is a table of liberation, and this is a table of love. And this is a table of community, which is given to you. So we remember the story that connects us all together, where Jesus met with his friends over a meal. And when they'd eaten, he took bread and he blessed it and he broke it and he said, "This is my body that is given for you. Eat it and remember me." Then he took a cup. And again, he blessed it. And he said, "This is my love that is poured out for you. Take it and drink it in remembrance of me." So together, we reenact and re-experience those moments that Jesus shared with his friends, because we are his friends too. Amen.
Seht und schmeckt das Brot des Lebens, der Kelch des Heils. We thank you for feeding us on spiritual nourishment. We thank you for this moment to remember and connect. And we pray that you will bless us, that we will re-experiencing your love again and again. Amen. Vielen Dank. Nimm bitte wieder Platz. Ich habe da hinten Tische entdeckt. Auf diesen Tischen stehen Becher. Ich sage jetzt nicht, es seien Kaffeebecher, weil man kann ja auch was anderes reinfüllen. Aber yippie, wir haben hier, wir finden so den Weg zurück in, was wir immer geliebt haben an unserem MCC-Gottesdienst. Es gibt also die Einladung und die Möglichkeit, auch noch was zu trinken. Vielleicht gibt es auch Gebäck, ich weiß es nicht, ich habe es nicht überprüft. Wir laden euch auch ein, wenn noch jemand ein Segensgebet haben möchte. Der Sören und ich vom Gebetsteam sind da. Auch das bieten wir an. Ah, und es gibt eine Melone, also wahrscheinlich nicht zum Segensgebet, aber zum Kaffee. Auch diese Einladung hört sie. Und nach dem Schlusssegen haben wir noch eine Musik und lasst uns miteinander singen. In dir ist mein Leben, und wenn ihr dann wieder mögt, dürft ihr auch gerne im Stehen singen. So lasst uns uns unter den Segen Gottes stellen. Gott segne und behüte euch. Sie lasse ihr Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen und ihren wunderbaren und unendlichen Frieden. Amen.